Im April habe ich ja mal ein Video gemacht, wo ich über meine Erfahrungen zu den 30 Tage Saftfasten erzählt habe. Und für diejenigen, die den Kanal jetzt schon von Anfang an verfolgen, die wissen ja, dass ich die Rohkostreinigung mache, beziehungsweise die schleimfreie Heilkost von Arnold Ehret in Kombination. Und Mann, da gab es auch schon sehr viele nette Kommentare, die auch einen sehr geprägt haben. Jedenfalls ist jetzt auch mit dem einen Video mit den 30 Tagen Fasten, dann sind auch einige Freunde zu mir gekommen und wollten auch mal einen Vortrag von mir haben, habe ich auch gegeben. Eine Stunde lang habe ich dann so ein bisschen über meinen Weg und meine Erfahrungen geredet, die ich jetzt alles so gemacht habe während diesen 5 Jahren, wie ich jetzt auch schon mache mit der Rohkost. Und ich finde das halt sehr interessant, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, dass halt dann Leute auch wirklich zugehört haben mit voller Interesse und auch Begeisterung, was ich da auch alles gemacht habe und einfach von meinen Erfahrungen auch lernen wollen. Und aus dem Grund werde ich jetzt so eine kleine Videoreihe machen und nochmal so mein Wissen, meine Erfahrungen mit euch mitteilen. Und es geht einfach nur an die Leute, die auch wirklich was wissen wollen, die offen sind für neue Informationen und sowas. Ich möchte da jetzt nicht auf irgendwelche Diskussionen eingehen. Das ist alles meine Erfahrungen, die ich hier mache. Ich bin kein Arzt. Ich gebe auch gerne Empfehlungen und Ratschläge, aber das sind dann auch wieder, da muss auch jeder selbst da schauen, wie er das etwas machen möchte. Und ich gebe da auch ja, Hinweise, was da alles passieren könnte und was nicht. Man nimmt auch keine Verantwortung auf Diskussionen, die dann wieder unter der Sau dann enden oder irgendwie sowas. Da lasse ich mich nicht drauf ein. Wie gesagt, einfach meine Erfahrungen, wie ich das alles sehe, neutral beobachten. Wie ich bereits erwähnt habe, war ja die Rohkost, beziehungsweise habe ich meine Ernährung von der Industriekost mit Fleisch, Getreide, sehr viel verarbeitet und auch gekocht ist, habe ich vor 5 Jahren geändert zur veganen Rohkost. Hat alles innerhalb von 6 Monaten angefangen, dass ich zuerst vegetarisch, dann vegan und dann komplett auf Rohkost umgestiegen bin. War von meiner Vorgeschichte her vorher sehr sportlich. Ich war immer sportlich, habe immer viel Fußball gespielt, habe dann auch mit 15 angefangen, Krafttraining zu machen. Also Street Workout zum Beispiel, war dann immer sehr muskulös auch. Habe mich ja sehr viel bewegt, war draußen in der frischen Luft, habe meinem Vater im Garten geholfen. Ich lebe hier im Dorf, in der Natur. Und wie gesagt, bin halt immer sehr sportlich aktiv gewesen. Und sonst, Medikamente habe ich sehr wenig genommen. Also erst mit 13 oder 14 hat man mir dann irgendwelche Medikamente für Wehwehchen gegeben, weil ich dann so viel gemeckert habe. Aber sonst waren die Medikamente recht wenig. Impfungen habe ich auch nur, als ich ein Baby war, diese Impfungen bekommen, weil meine Eltern das nicht besser wissen. Deswegen habe ich da die Impfungen bekommen und habe dann eingestellt, mich mit 15 habe ich mich das letzte Mal impfen lassen. Danach habe ich mich überhaupt nicht mehr impfen lassen. Sonst Alkohol habe ich fast kaum getrunken, beziehungsweise sehr wenig. Ich hatte nur einmal einen Halbrausch. Da war ich nur halb betrunken mit 15, da habe ich irgendwie nur 2, 3 Bier getrunken und das war das Schlimmste, was ich da je damals gemacht habe, also vom Betrunkenheitsstand, sage ich mal. Und sonst Alkohol habe ich dann nie getrunken, habe ich auch immer gemieden, war nie auf Partys, habe immer ausgeschlafen auch. Ich war nie bis 4 Uhr abends unterwegs oder sowas. Das ganze Partyleben ist sozusagen auch an mir vorbeigegangen. Habe auch nicht geraucht, gekifft oder sonst was zu mir genommen, also nicht solche Partydrogen, wie es halt üblich ist, habe ich alles nicht gemacht. Und der Grund, warum ich halt diese Vorgeschichte euch jetzt hier erzähle, ist ein wichtiger Punkt bei der Entgiftung, die halt über Jahre hinweg auftreten, weil halt diese ganzen Stoffe werden halt über den Körper eingelagert. Der wird die nicht von heute auf morgen wahrscheinlich reinigen und entgiften, sondern die stauen sich. Und das kann halt zu wirklich ekligen Entgiftungssymptomen kommen, selbst 10 Jahre, nachdem man die Rohkost macht. Und deswegen ist es halt auch sehr wichtig zu wissen, wie lange habe ich schon verarbeitete Lebensmittel gegessen, wie lange habe ich Industriekost, Fastfood und alles Mögliche gegessen. Das habe ich auch schon als zu meiner Jugendzeit sehr wenig gegessen, weil ich auch davon nichts gehalten habe. Aber
Kommt halt wieder darauf an, wie lange habe ich das gegessen, wie lange habe ich Medikamente genommen, wie oft habe ich mich impfen lassen, lebe ich in der Stadt. All diese Sachen, die den Körper belasten, die kommen, ist sehr wichtig zu wissen, um halt auch seine eigene Entgiftung auf dem Weg einschätzen zu können, um halt den Weg etwas sanfter zu gestalten und auch zu wissen, warum ich jetzt zum Beispiel sehr starke Entgiftungskrisen habe oder Entgiftungssymptome, warum es mir halt jetzt so schlecht geht, um das einfach alles ein bisschen besser einschätzen zu können. Sobald ihr eure Vorgeschichte ein bisschen besser einschätzen könnt, beziehungsweise auch die Entgiftung auch dahinter, dann kommt man gleich zur Übergangskost, die zum Beispiel auch Arnold Ehret in seinem Buch sehr gut beschreibt. Und die spreche ich dann im kommenden Video, beziehungsweise im nächsten Video in dieser Reihe an. Wenn euch das Video jetzt bis dahin gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren und dabei noch auf die Glocke drücken, werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und sonst, ja, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr dabei bleibt. Wie gesagt, deswegen auch das Abonnieren von dem Kanal, damit ihr jetzt auf das nächste Video benachrichtigt werdet, damit ich euch jetzt da noch mal ein bisschen Hilfe geben kann. Dann freue ich mich schon in der nächsten Episode hier in dieser Reihe, hier im Peace-Projekt und genießt einfach die schöne Zeit im Moment. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.